Das ist jetzt der Kasper auf der Zingle oben. Und der ist hier oben daheim. Das ganze Jahr. Das ist dann ungefähr so 200 Meter höher weder der Talboden oder 300 sogar. He? 777. Hat so einer gemessen, der Strasse? Ist da 777 Meter hoch. Über mehr? Ja. Ja. Da bist du da mehr oder minder deiner Lebtig da oben daheim gsi? Ich bin in dem Haus geboren, hat mich Mutter. Und wann bist du geboren? Am 16. Oktober. An 41. Am 16. Oktober, das war Gallentag. Ja. Aber du weißt natürlich nicht, was für Wetter das du warst. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie weit zurück kannst du dich jemanden erinnern? Also, als du zuerst mal so in die Schule bist, das weißt du. Ja. Da, wie ist das gegangen? In der ersten Klasse bist du auch noch nicht so ein Mäntel gsi, da durchs alte Wägele oben, oder? Ja. Und jetzt sehe ich, wann haben die Strassbauer, haben ja jetzt auch eine asphaltierte Strasse da. Und an 61 haben sie angefangen da unten. Dann haben sie das Ortli mögen, ist hier bis ins Weichels Halkeli hin. Ja, noch ist der Felsen gekommen dort. Aha. Hat er müssen. Und dann hat sie eingeschneit. Ja, hätte er nicht mehr weiter können. Dann haben sie so, wenn man sagen, am Oktober angefangen oder im Herbstmonat. Die haben im Herbst früh angefangen. Aha, aber es hat halt dort unten, zum unten ist noch ein rauszusprengen. Ja, das höchst 29 Meter hoch und 9 Meter rein. Oh. Ich habe hier ordentlich gearbeitet, die Schreckenwoche sehen. Dann sind alle Pfeist drauf, da sind so 50 Steine bis in Schreckenwoche durchgeworfen. Alle. Ja, kannst denken. Und die, dann haben sie gehornet und dann haben sie getätscht. Dann hat sie den ganzen Mocken 29 Meter um 9 Meter reingebaut. Hat sie ganz gelüpft. Und ist so schräg gewesen, haben wir gesagt, jetzt geht er in die Motor ab. Dann hat sie wieder angestellt, dann sind sie frisch müssen verbunden. Ja, kannst denken. Ja, schon nach Gewalt, was du denkst. Ja, ja. Da war es früher, als wir keine Strasse hatten. So. Ja, da waren so starke Trittwege hin und her. Fehfahrweg ist der. Hinten ab ist mit keinem Fee können. Dort war der Fussweg. Dort war der Fussweg. Dann auch sicher, weißt du? Der Winter sowieso. Ja. Und die, mit dem Fee haben wir müssen hier beim Pumzen anschoppen, gegen den Rüten nimmt. Und bis hier ist hier noch das Führer, der Gas führen. Ah, dort, du hast dort ein Gas gsi. Gas gsi. Ja, ja. Und nachher hat der Rüteli Clemens hier wollen von der Tristel, von Schlumnis und der Spürsebis und der Schinnens durch einen Wagenweg recht kaufen. Dann hat mir die Zingler sollen dort Haufen zahlen. Nein, mein Vater sagte, nein, da gehen wir da nicht einen Haufen zahlen. Der Rüttel kommt dort eine Seilwinde suchen da. Als der ein Seil bis in die Fülle mit der Brücke hat, hätte er zwar schön können, das Rüttel aufmännen. Nein, der Vater sagte, vom Rüttel in dem, der so viel Gehörig gerecht geht, hätte er können mehr auf den Rücken nehmen können, ihm helfen zahlen dort unten. Und ihm auch noch zahlen, was er ins Hintere gemeint hat. Nein, der Vater sagte, das machen wir nicht. Und dann ist er dann zum Rickenbacher Pauli ab. Ja. Ja. Wo du war. Mhm. Der, wo die Stadlerfrau kam. Ja, ja. Und der, jetzt ist ja der Jung Pauli wieder. Ja, hat er das Geschäft. Ja, ja. Du warst ja der auch gewesen. Der hat jetzt schon lange nicht mehr. Ja, 20 Jahre. Und der, dann ist er zu dem ab. Dann hat er gesagt, ja, man sollte schauen können, da ist ein Schäschli zu bauen. Und er aber erzählt, dass er Leute kommt und dort durch die ganze hintere Straße machen. Er hat ja gar nichts Land weg. Zwei Mauern ja, ja. Oder kein bisschen Land ja, zu nehmen. Ja, ja. Dann haben wir da zum Glück eine Straße bekommen. Und sie auch. Ja. Dann war es geholfen.
Als die Strasse kam, hat mein Vater gesagt, jetzt ist da oben daheim, jetzt sind wir im Talbot um dagegen voran. Ja. Das ist jedes Brot und alles ist mir so verrückt genommen, die Aufträge. Aufträge. Und der Winter, da konnte er noch nicht alle Tage halten, als jemand gut. Nein, also. Lau ist gefahren. Ich und das Franz und Minis. Der Röbel und die Leine und ich und die. Weiss ich, sind wir zweieinhalb Monate. Zwei Monate nie mit Schuhen. Wegen. Ja, wir haben dort im Winter keine Note bekommen. Sie ist drinnen gestanden, fehlte zwei Monate wegen Lawinengefahr. Ja, kannst du denken. Es ist kein Mensch geholt. Es ist ja ein heißer Klauen und viel Schnee. Da sind wir alle gutsinnig gefragt, wenn man Socken den Schneiden nicht mehr in die Schule. Ja? Ja, ja. Den Aufrichten, gell? Ja. Das ist schon so gewesen. Und der, heute wäre ich froh, jetzt müssen wir den Ohren nicht mehr schneien. Oder einmal nicht viel. Ja, also ja, jetzt so wie, in einem Skigebiet. So wie heute jetzt. Bis abends ist bis zum Neujahr. Und da hat es schön geschneit. Und die hat die Mann eine Frau gejammert. Jetzt haben wir ja schon Ende Februar. Die Mann eine Frau gejammert und zu Brunnen raus. Je, wie kalt das ist. Und ich sagte, es war gar nicht kalt gewesen. Ja, es ist schon richtig. Und wie einer sollte es kalt sein. Und ich sagte, der Schnee kam wie gewusst. Und dann, wenn es nicht kalt geworden wäre, hätte ich gar nicht Skifahren können. Skifahren. Ja. Also, ich meinte jetzt, es dürfte alle so. Mitte, Christmonat, 20. Ja, aber er sollte es Schnee geben. Also vier Nacht Schnee hätte er dann ein Skigebiet. Aber er hätte ja fahren können. Ja, jetzt. Und hat jetzt noch ein paar schöne Wochenende gegeben. Heuer. Ja. Und leben halt wieder viele Leute dort raus. Und vorher nicht schon der Wanderer. Könnt ihr ja noch wandern? Ist schon ja herrlich. Ja. Ich weiss noch nie, dass es so ein Christmonat war. Ein Tag hat es ein bisschen geregnet und geschneit und zu stollen den Tag schön. Und dann an Ölfisch den ganzen November hat es nie geschneit und nie geregnet. Und früher hat es ein Mensch im November schon, hat es keine Hockstube gesehen. So viel Schnee kam am November. Ja, und an Ölfisch war schon früh am Lanzig. Das weiss ich noch. Aha. Ja, ja. Ja, und da ist der ganze November jetzt nie geschneit und nie geregnet. Ich habe manchen Alten gefragt, es mag sich nicht mehr erinnern, dass es so einen Monat gegeben hat, auf ich gehe. Im November, an einem Ölfi. Und an einem Ölfi, 100 Jahre vorher, an 1911, da muss eine normalmässige Trocknung sein. Aha. Da hat es etwa 7 Wochen nie geregnet. Hat alle meine Mutter gesagt. Ja. Sie war dann eine Hülferin, ja, als sie das dann gesagt haben. Ja. Ja, es ist. Da oben gab es. Wenn einer da oben aufgewachsen ist, wüsste einer dann noch allerlei, was ich zu erzählen. Mhm. Wie es so gegangen ist, he? Haben sie da nie Probleme gehabt da mit dem Schulweg und mit Hei. Von Schule Hei, wenn wir sagen, ja. Ja, von Schule. Du das Weg auf, als der brav geguckt und gehypert hat. Ja, hier ist noch eh gegangen. Es ist halt nicht ein Schweiz gegen Kreuz. Ja. Weißt du, dort haben sie noch müssen gehen, als der Mensch nicht mehr die Möge auf, wenn sie so geschneit hat. Ja. Bis in Klosterweg. Ja, ja, da sind sie dann geschoren, der Vater und der Onkel. Dann hat man dann wieder in die Schule. Ja. Wir haben da nur einen halben Tag müssen, während dieser Zeit jetzt schon nie so verrückt schneiden, den wir immer mögen haben. Aber ja. Das ist wegen dem der Gang. Und so verrückter Schnee hat der Vater gesagt, wenn er 69 auf 70 hat es noch nie gegeben. Mal, und er 6 auf 70, aber der Vater war ja 80 gewesen. Ja. Also der alte Siegmund um die Stützel 7 im Tier und die. Die Alte haben noch gewusst, haben noch ein bisschen mehr gehabt und eine 6 auf 7 wieder und eine 69 auf 7. Sie haben dort ein bisschen da drin einen Tunnel. Du, 6 Wochen sind es dort drin am Duschen. Durch das Tunnel? Ja. Haben Sie das Tunnel durch den blauen Schnee durch? Und dem, und der, und eine 99
Hat schon dort, hat's schon bei den Tunnel der durchbohrte Tremel und der Wald oben gelaufen. Ja, hat schon dort auch ein riesen Lau wieder. Ja. Ja, ja. Und du hast schon die Ämter alle. Um Christmonat schon gekommen, 1969. Die grossen Ämter alle. Ja. Dann ist da der Gucker, aber die vom Eiberig, ist da am Lanzig hier gewesen. Und kriegt mich da im Herbst drauf. Dann hat er gesagt, die alte Eibergerin gesagt, die grossen Lauen, wenn zum Christmonat kommen, gehen sie noch ins Doppelt auf und sind so das Dreifache auf. Ja, was wie meinst du jetzt als, da? Ja. Da ist es drei Tage und Nacht geregnet und hinten ist um Jänner. Und hier oben war Schaber. Und am 5. Hörner war dann ein Kilbe. Hier oben war Schaber. Ohne 70. Ohne 70. Ja, und am Talboden hatte es so 40 cm. Gehabt. Du hättest doch angefangen. Und dann hat es während dem Umzug so verschneien. Er hat zuerst geregnet, noch geschneit. Und dann hat es bis zum ersten Abend, in 5 Tagen nichts, sonst hat es Tag und Nacht geschneit oder wieder eins geregnet und so, 5 Tage nichts. Und da hast du oben den Gott auch nicht mehr gesehen, ein Meter Schnee war noch davor auf dem Dach und unten hast du den Gott auch noch 80 cm gesehen. Also am Aperellen? Also am Märzen. Am Märzen. Ja, noch 70. Das Franke Jost hat gesagt, er sei eine halbe Matte raus und messen hinter dem März. Er hat 2,60 Meter Schnee gehabt, im Sand und am Ried. Ich weiss nur, am weissen Sonntag an 70, da hast du keinen Hackstuhl gesehen, durch das ganze Tal führen. Nein, jetzt an 70 habe ich hier einen Geissausgang, 19. April. Es ist Schaberwurz. Weil da alles schon so eine Porte. Ja, und zum Mal. Hast du im ganzen Tal um dann noch keinen Hacks? Um 19. April hat noch keinen Hacks tut und nie nach dem Uhren führen geschaut. Dann hat wieder ein Fuchsbulle und dann hat es hinten am April hat es wieder auf den Schnee und Guchsen. Und am 1. Mai hat es im Talboden unten noch 70 cm oben und am 1. Mai das Postauto hat hier geflogen durch die Schweiz raus. Da war der letzte Schnee gewesen. Wir sind eigentlich am 20. Mai mit Born so jung mit einem Auto ins Visitol hin, am 20. Mai. Ja. Da hat es 80 cm Schnee noch gehabt. Und die Woche Laub ist gekommen vor der Hitze und vor mir. Das Laub ist schon gekommen, da hat noch so viel Schnee gehabt. Ja, ja. Und das Stinglerbeterspaul hat am 29. Mai ist von der Weidli für ein Ausgehen, oben für die Schnurrspätung. Da hat es ordentlich eine Weide am 29. Mai, da hat am 10. Oktober kein Skübeli für ihn geschaut, am 29. Mai. Ja, ja, weiss schon. Und da sind wir, da haben wir noch im Almenglöben auch noch Fee gehabt. Ja, Stoß. Um 30. Im Juni sind sie da sommerlich gefahren. Ja, ja. Das weiss ich noch. Danach hat es an 99 wieder so geschneit und noch die Schmiedstöne gesagt, da unten. Jetzt hat es mehr Schnee wie an 70. Ich habe gesagt, bloß die Hälfte. Und alle haben gesagt, der Jahrhundertschnee. Es hat halt einen Haufen miteinander gegeben. Ja, aber an 70 hat es viel mehr gekommen. Nein, ich habe es gesagt. Dann hat sie auf den Stäfeln rein, mit dem Helikopter zu essen gebrungen. Dann hat sie den Stäfel Stäbel gefragt, ob er sich erinnern kann, dass er so viel Schnee gab. Hat er gesagt, nein. Also, ich denke, hier, in den 70 gibt es ja eigentlich mehr Schnee auf den Stäfeln rein. Als er so geleitet nicht mehr wüsste. Und dann 75 hat es auch noch gekommen, Upsi. Und 75 hat es noch mehr gekommen. Hat sie den Schweizer Kilbe eingeschneit. Jawohl. Wir sind am Morgen um 5 Uhr zum Chef raus und hat so Flocken gegeben, wie eine 5 Liter. Also so. Und 2 Tage später bin ich in Singlerbeters rauf und Milch wegen. Ja. Und dann ist mir runter und geht da rauf in den Schnee. Die Hose sind keine Kiet. Ja, die. Und dann nachher, da hat es im ganzen Eiberig in die Hand eingeschneit. Da sind noch alle liegen zu gehen, der Kilbe. Und wir sind die... Wo die Muttitaler Fehlstellung ist schon am 20. September. Und da hat der Rüteli Fremdsee da vorne in der Planck vorgemeldet, in der Sonne, in der Planck.
Und es hat ihm sie geschneit. Hätte es nicht mehr die Tür sein können. Ja, klar, ich weiß es schon. Hier habe ich um Mitte jener Geisterskloss schön geruht, um das Alltag auszulassen. An 75. Bis am 30. März jetzt auf den Schnee, noch jetzt 3 Wochen Tag und Nacht Schnee, das war kein Hag mehr. Hier? Ja, ja. Das wüsste ich jetzt nicht mehr. Mal, das weiss ich noch. Und was geht? Und dann eben, so früh eingeschneit, ob sie, dann haben sie die Hege nicht mehr können. Und dann haben die Alphütte nicht können sperren. Ein paar Neue hat zusammengedrückt. Ja. Und die am Lanzig, weil dann der Alt so ein alter Schnee noch war, 3 Wochen hat es Tag und Nacht geschneit. Vom 30. März. Therese hat da noch der Heiri gebrungen, Bübel, dass er mir helfen konnte, schönen und Mist legen. Und die, noch haben wir am Montag, am Morgen mit dem Eiger, habe ich da noch, es hat geschneit, oder hat auf den Schnee am Guchsen, habe ich es da oben gekippt. Dann hat er um das Haus ab, und dann hat er jetzt hier ins Franzenmünchen hineingekippt. Und dann haben wir es über den Hag ab und gesagt, den rühren wir jetzt nicht über den Hag ab. Und dann haben wir nichts mehr können werken von außen. 3 Wochen hat es Alltag geschneit und gewachsen. Und das war wann gewesen? An 70? An 74 geht es früher ein und an 75 ist das gewesen. Ja, genau. Da haben sie auch Straße. Aber hier habe ich Mitte Jänner Geiss ausgelassen, hat schön geruht. Und am Tal unten, der Matan, war schneeweiß reif, die hat Alltag die Sonne geschienen. Bis am 30. März hat es auf den Schnee, und da hat es 3 Wochen Alltag. Also an 75? Ja. Ja, aber das hat ja dort im Herbst schon einen hohen Schnee. Ja, eben. Und der Kilb hat ja schon einen hohen Schnee gegeben. Ja. Und darum... Und das ist wieder runter geworden da oben. Nachher. Ja. Und Mitte Jänner jetzt auf den Grünen her. Ja, da habe ich den Geist ausgelassen. Ja, das nicht mehr gewusst. Und die... Und dann am 75 sind sie am 6. August auf Glottalp gefahren und haben noch halb um den Schnee gehabt. Ja. Und die an 70 sind sie am 1. meine ich. August. August. Und dann am 75 ist sie noch, aber dann noch halb um den Schnee gehabt. Ja, muss ich mir vorstellen. Dann sind die Beetsummer bis raus super gewesen. Und magst du dich noch an etwas ein bisschen erinnern, was so alte Leute erzählt haben von ganz früher? Wie sie so gelebt haben, ob sie zu essen hatten. Also viel vorher war da nicht erst der Rummer. Also das Dönsch aus Seebeli, der ist ja nach Amerika. Aha. Der ist schon bei 100 Jahren geworden, meine ich. Das kann sein. Um das herum. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Und der hat am Engel gesagt, wo die Mutti Toller wieder wo ausgeht, er ist wieder auf Zug. Er geht nie mit Stahl rein. Er hat grossen Hunger gehabt früher. Der Tönsch und Seepel. Wow, wenn ich es auch. Und der war am Felix im Gewild, hat er ein Bruder gewesen, der Jüngste, ja, meine. Ja, das kann sein. Es gibt ja jetzt auch wieder ein Felix Seepel. Ja, ja. Jahrgänger. Ja. Ja, du, jetzt haben sie früher nichts vor uns gehabt. Nein, nein. Das hat auch meine Mutter auch gesagt. He? So, Kasper, jetzt müssen wir noch ein anderes Thema anschneiden. Du bist ja einer, der alle früher auch noch viel ein bisschen zu tanzen war und getanzt hat. Und hast natürlich auch die Musikanten und auch noch Musikanten. Kannst du da über das Thema auch noch etwas sagen? Ja, so wie ganz ein Urkel ist der Reisgewerder gsi. Vom Hüritan und der Sommer sind sie schon eigentlich innen gsi. Und der hat gemacht, genau die früheren Tänze hat er da gemacht. Und danach hat er da mit... Bei wem hat er den gelehrt, der Esel? Er hat es allein müssen. Kein Wort hat ihm der Vater und kein Mensch gesagt. Ich habe gesagt, kannst du es selber lernen, wir jetzt auch müssen. Ja, ha. Ja. Und der Sieger alle ins Rössli oben, wo er jünger war. Und dort so
von aussen gehen lassen, einen schönen Tanz gemacht, sind in das Hüritel aufgesprungen und haben das Schwind. Hei auf und haben da müssen euch Kopf hineinnehmen. Probiert das Spiel. Und die zweimal haben sie alle am Schwert oben und das Flügel aufgesiegen, dort hast du um die Wiese gelassen. Dann sind schöne Tanzen zum Fallen gesiegen, der Oppen geschwungen, das Hüritel auf und dann wieder spielen. Und danach hat er ja der Seite Domini, Mängsjahr, das Posttier gekommen. Und nachher dort hat er der Esel gesagt, weil auch einmal, wenn ich mich angelüht habe, hat er schon mit den Vielgauern abgemacht. Ja. Oder dann wieder mit dem Grab, Eitengrab. Dann hat er ein Inserat gemacht und dann hat sich dort ein Professor gemeldet. Den Namen kann ich jetzt nicht sagen. Und der? Ich weiss, weil er war ein Zahnarzt. Aber ich kann ihm den Namen auch nicht sagen. Der Name kommt mir nicht sein. Und der? Der Martaler. Martaler. Und dann ich, der Esel hat er dort gesagt, ich habe kein Witz gewusst, wer da kommt. Der hat mir ein Brief geschrieben. Er kommt der Dämp, der, ja. Ah, ja. Und dann sieht er da kommt. Und danach, wo sie den Schutz gespielt haben, hat er gesagt, Reis, wenn wir nicht erst blättern, wird er Blättchen machen. Ja. Mauer wird, hat er gesagt. Und noch sie gibt es da. Und danach hat er gemacht, vorher ist die Originalmusik wie zu Grund gegangen. Sie haben schon mit einer grossen Orgel angefangen, hat Reis gesagt. Noch sie ist wieder berühmt worden. Mhm. Auf das Rufen. Da haben da viel nicht mögen, weil er da die Aufnahmen gemacht hat. Und etwas hat gesagt, die Zahnzeiger gestohlen. Und ich sage, also der lustige Lienerler, sagt er, ich heute noch dem Tanz, das ist nicht gestohlen. Nein. Er wäre gestohlen, wenn er jetzt einen anderen Namen gegeben hat. Nein, das sind ich meine es nicht, das hat er keine gestohlen. Und der Zähneli, und wir selber haben den Goldkranz gemacht. Jaha. Es sind 50 Punkte, der höchste, 49,5 hat er gehabt. Ja. Er hat den Tigerst, hat 4 Goldkränze im Ganzen gemacht. Jaha. Hast du die noch? Hat einer gefragt. Ja, das eben hat er noch. Jaha. Und eben der Rick Basch war schon da hauptsächlich früher gewesen, um die Elisabeth. Und der Lien, ja. Der Elisabeth war der beste Musikant, noch besser als der Basch. Ja. Aber die Siege war so hauptsächlich. Und eben der lustige Lienerler hat er gesagt, und der Zehnerler, und der Eckbasch. Und eben, der hat dann zwei Buben gehabt, der Ritz gesagt, der Jünger, der Jonas, hat alle gesagt, Vater, mach uns den Mürerler. Aber ein Tanz heisst jetzt noch Mürerler. Und das ist nicht gestohlen. Nein. Und wenn der Rest den nicht aufgenutet tue, wäre ich den Flap verloren gegangen. Glaube nicht. Und der ist ja im Eigenlinie, das ist ja oben im Saal, oben dort vor Milchbühlen. Ja. Sind Sie da dort auch den ganzen Winter echt gewesen, oder? Nein, dort hat er uns erzählt, hat es 3 Wochen eingeschneit. Sie haben keinen Menschen mehr gesehen, das nicht mehr können vorne noch suchen. Noch sind die grosse Laue gekommen und hat das ganze Haus lieb gemacht. Mhm. Und danach 3 Wochen sind jetzt nie mehr. Ich viele führen nicht noch weiter. Der selbe Kapellan gesagt, heute am Nachmittag soll ich da noch, wo möglich arbeiten, müssen jetzt die Familie ausschoren, müssen jetzt können fahren. Ja. Das Essen haben wir noch nicht mehr so gehabt, dann macht er es, aber ich. Nicht voriges. Ja, muss ich ja so gegangen. Und die. Noch sind eben. Hat dann einer gefragt, das sind dann alle, die nämlich genützt und der Rest macht, sind gekommen. Und dann noch, sie sind dann, glaube ich, nur eines ausschoren. Ja, geholfen schon, dass mit dem Firmen gab. Und da hat der alte Eckel erzählt, haben die bis ins Dollar dort nicht mehr so geschult. Da haben sie nicht einmal Leben durch dort bis in Bach. Nichts. Die eigentlich haben dort nichts gemacht. Dann haben sie die Kohle über den Schnee abgezogen, den Bissistaler. Mhm. Und da sieht der Alteigler, wenn 70 cm Schnee gegen Mergelin und nicht gehört, dann sieht er ins Hüritel raus. Da haben sie 10 geholt. Deshalb hat sie seine Kohle nicht mehr über den Schnee abgezogen.
Ja, ja, es ist früher halt manchmal ein bisschen anders. Ja, das hat mir der alte Eckel gesagt. Die haben dort nicht den ganzen Tag geschartet. Die Schweiz, die haben sie sich ein bisschen drüber den Schnee runtergezogen. Ja, ja, ja. Und danach haben sie doch nämlich gesagt, wenn er in Zukunft nicht fahre, können sie nicht mehr dort so gut krampfen und schlafen. Ja, es war auch sicher nicht einfach gewesen. Nein, nein. Nein. Ja, sehr. Wer hat denn das? Woher hast du die Foto? Und da bin ich im Fehmarkt Schweiz und am 15. Und am 15. kommt. Ja, sauft. Ja, und am 15. bin ich da in der Schweizer Fehmarkt. Gib mir sie eins. No, der. Nein, der da, gib mir sie eins. Nimm mir sie so den näher da. Also am Fehmarkt bist du und am 15. Ja, der Schweizer Fehausstellung. Aha, aha. Am Herbst. Und der Lasche Wagner. Ist dort einer gekommen und ich sagte, wir dürfen ein Foto machen. Aha. Raphael Gott, Friedhofsweg vom Zug. Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, wegen meiner. Und die. Ob ich auch ein Foto bekomme, dann hat er dir geschunken. Weisst du? So einer trifft er nicht alltag an. Ja, etwas ärgert sich, wenn ich... Nein, da muss man sich nicht ärgern. Aber etwas tut sich. Magamine. Ja, ich habe ihn nicht so gleich auf der Hut mit den Blumen. Ja. Der Sommer. Und etwas gefällt es wieder. Schon manche Frauen sagen, immer, schon ein schöner Hut. Man muss nicht immer auf andere schauen. Ich bin da ins Kuhrennen heuer. Was? In das Kuhrennen? Ja, wo ist das? Ja. Ja. Domna Bode. Das ist ja gleich wohl. Das ist hier im St. Gallischen Osten. Aha. Weit oben ist der Domna Bode an Alp. Aha. Und dort haben sie ins Kuhrennen gegangen. Und da bin ich, noch bin ich mal noch in der Hintertaler Kilbe gewesen. Da sind wir am Nachmittag dort rauf. Und die neue Frau gesagt, du, wie ein schöner Hut. Yes. Und die hat sie dürfen ein Foto machen. Und die hat gesagt, heute geht Schortl der Geburtstag, ist Schortl am 16. Oktober. Ei, wie eine schöne Hut, das ich habe, was ich mache. Und dann gesagt, nichts, ohne mit Wasser waschen. Ja. Und dann, ob sie mich noch dürfen umarmen, und hat mich noch. Yes. Ja. Und dann. Der Deutsche war dabei immer, der Thomas. Ein Deutsch hat mich dort auf, so schwer ich auch nie dort an. Dann hat er gemacht, jetzt fängt das wieder an. Jetzt fängt das wieder. Also, vor 2 Jahren. Ist das gewesen? Schweizer Fehlstellung gewesen. Der Wies, ja, bei der Schweizer Fehlstellung. Und der Wiesel war auch gewesen. Und danach habe ich mit dem Wiesel noch abgemacht, da in Feinsiedler tun. Mhm. Ja. Und danach ist dem Wiesel der Motor verreckt. Am Auto? Am Auto. Da ist er dann. Da habe ich noch nichts gewusst. Noch kommt der Thomas, ich habe einen Schussstoffgeist. Er hat einen Schutz im Hasauben gewohnt. Mhm, weiß so. Und jetzt wohnt er in der grossen Ecke der Schweiz. Und der hat da gesagt, willst du auch Feinsiedel? Ich komm dich oben holen und bring dich abends wieder hoch. Der Deutsche hat gesagt, ja. No, ein paar Stunden nachher hat der Wiesel abgelöst, dann könnt ihr nicht. Dann sag ich eben, der Motor putzt. Da habe ich noch Glück gehabt. Ja. Mit dem bin ich auf Juf. Ja. Auf Juf, das ist das höchste Kläglich auf ganz Europa. Ist hier 300 Meter höher als der Glottalboden. Ist 127 Meter das obere Stöfli. Ich war auch schon oben gewesen. Der hat mit dem Thomas, mit dem Deutschen, ist mit mir dort raufgefahren. Dann haben wir dort eine Frau, hat ordentlich Fleisch abgekommen. Es hat er schon gemeldet, wir sind ein bisschen zu spät gewesen. Weißt du, besser gewesen wir wären. Und die, dann haben sie gefragt, wann sie das Schloss bekommen haben. Ja. Dann hat sie gesagt, an 63. Dann habe ich gesagt, wir haben 62. Sie haben halt dort das Kraftwerk.
rechts hin. Das ist Kraftwerkbau. Und darum, das ist die Fahrt. Am Abend ist da gerade noch die Baustätte gekommen. Das Hinter ist hinten. Mhm. Sind da die Türstecken jetzt. Können Sie von dort hin arbeiten? Früher sind jetzt, habe ich gesagt, Gallier sind vom Wallis über. Sind einfach dort hinten in den Kennebündner so abgelegen. Und haben dort auf den Häusern gebaut, die Frau gesagt, zuerst vorführ, dann noch dort hinten. Dann sind sie etwa bis um 9 Uhr dort hinten gehirtet. Dann konnten sie in diese Häuser rein, sind miteinander. Die haben sie durchgebrungen mit Fleisch und Milch und Käse und Anken und Frucht angesetzt. Dort hat es noch Leute gegeben, sie sind nie zu Chur um den gewesen, bis sie gestorben sind. Wenn sie immer gesund waren. 5 Stunden haben sie mit einer Mutter gehabt, bis sie bei einem Doktor waren. Heiter. Dort weit hinten ist das Leertopel. Dort die weit hinten Beetzeiten, Wald um das Topel. Weit hinten sind auf die zwei Heimatli gekommen. Noch wieder ein Stück, noch ist ein Dörfli gekommen, so zusammengebaut, das kleines Kielchen. Und dann noch wieder um das so bis hinten. Ja, ja. Und sind 2127 Meter und geht da bis 1850. Schier 3, also 280 Meter höher wie der Glottalp. Ist schon verrückt. Und dort haben sie noch 30 Kühe ausgehabt, zum Martinstag. Sind wir ordentlich dort hin. Zuerst ist er noch in Gemschlacht auf Luzern noch. In welchem Jahr bist du dort zu auf gewesen? Vor 2 Jahren. Ah, vor 2 Jahren. Ist der Thomas der Deutsch, sind wir in Gamsschlacht auf Zug ab, wo sie der Gams durch den Grind abhauen. Sursee? Ja, einfach. Ja, der Gams ab. Genau, wo mich der Schwede abhauen. Jetzt sagt er, da muss ich toller Wetterfrosch. Oha, ja, du verstehst auch noch etwas vom Wetter. Nein, der Deutsche hat ja der Christoph Felder, hat ja da. Er hat ja einen Film gemacht von mir, von unseren Wettern. Da sind ja alle, hat sich ja so geärgert. Nein, glaub ich. Du hast mir auch schon so gewisse Datum gesagt, dass man sich auf das hätte können. Zum Beispiel am 30. November. Und eben wieder beim Bürgerli machen und solche Sachen. Ja. Das können wir sich darauf achten. Manchmal kostet, manchmal weniger. Ja. Aber nein, also in der Regel schon noch ein bisschen. 20 Jahre konnte ich drauf schauen wegen dem Bürgerli Bach. Ja. Ich bin immer eingetroffen. Ja. Ich sage, auf einen Tag. Aha. Einmal habe ich mal heu in den Tal reingelaufen, bei Horentüs. Und morgen, das war ein ordentlicher Söffel. Sie hat morgen den Schnee gehabt, den ich am Tag vor einem Tüs heim rein da habe. Also hat ja da alle geheißen, aber. Also, von wenn er so manchen Tag, wenn so, als er rausgeht vor Josefstag, so manchen Tag nachher, und genau ist da eingetroffen. Laufen dann nicht mehr raus. Da habe ich auch schon das Kerl ins Märtel gesagt, und der hat da mit Paaren Wein gewittert. Und im 7. Jahr hat es da nicht geschneit. Sie sagen ja, der Tag, das Wetter, das Zürichstag ist, das ist am 23. April. Und so sind 6 Wochen. Ja. Jawohl. Schaust du dort auch drauf? Ja. Und dort kannst du drauf schauen. Und da ist so ein Lebenföhn gekommen. Und da ist 10 Wochen das Wetter gewesen. Nur hier das ein bisschen gegeben, aber wenig. Ja. Ich weiss doch nicht, wie auf Wald in den Schützenhäuseln, der hat den ganzen Landzeug jammert, es sollte mehr regnen, es sollte mehr. Da sind wir hinter Meier auf Wald auf. Fahrt mit dem Vieh? Mit dem Vieh, 1400 Meter. Und hat einen Kech am Mund von Gras, und das hat wieder mal mehr gegeben, wie dann das Auto geregnet hat. Ja, oder? In selben Nacht ist noch der Föhn gegangen, wo der Auffahrtstag war. Ich bin die Nacht um 11 in der Maschine gewesen, als er so in den Ziehen. Da bin ich die Nacht um 11 ab und habe das Heu noch gerechnet. Und am Morgen bin ich auf Wald hineingefahren. Alter. Ja, da tun wir, glaube ich, langsam abbrechen. Ja, man kann. Da hast du jetzt da interessante Sachen erzählt. Ich bin froh, Kasper. Also erlebe ich da nicht alle heute Jungen, als viel als du hast. Das, oder man will sagen, auch mal ganz andere Sachen. Es ist heute etwas anders als früher. Aber früher hat man es so auch gemacht und man hat nichts anderes gewusst.
Danke dir noch einmal. Schon gut. Ich hoffe, die Jungen können hier auch etwas daraus lernen. Ja. Gut, he? Ja.